Heute werde ich Ihnen eine grundlegende Einführung in das Bayesche Lernen geben, ein neues Lernparadigma, das Sie zuvor noch nicht kennengelernt haben. Es ist ein auf der Wahrscheinlichkeitsrechnung, auf der Wahrscheinlichkeitstheorie basierendes Lernverfahren, bei dem wir versuchen, die Wahrscheinlichkeit für eine Vermutung, die Daten, eine Hypothese, mit der gegebenenfalls unter der gegebenenfalls Daten erzeugt wurden, festzustellen und im Idealfall die wahrscheinlichste Vermutung. Wir fangen langsam an, ganz am Anfang, nämlich mit einem Recap und einer neuerlichen Einführung, Kurzeinführung in die wesentlichen Begriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung, der abhängigen Wahrscheinlichkeit und darauf aufbauend dann definieren wir den Bayes Classifier. Es gibt im Prinzip zwei Schulen der Ansätze, um mit Wahrscheinlichkeiten umzugehen. Das ist einerseits die mathematische Schule und andererseits die der Statistik. In der Mathematik gibt es den Teilbereich der Stochastik und in der Stochastik wird auf Basis der Wahrscheinlichkeitstheorie oder Wahrscheinlichkeitsrechnung versucht festzustellen für ein gegebenes System, wie es sich denn in Zukunft verhalten wird. Mit welcher Wahrscheinlichkeit das System oder ein zufälliger Prozess ein bestimmtes Ergebnis produzieren wird. Im Gegensatz dazu, oder vielleicht auch nicht ganz im Gegensatz, aber anders als in der Mathematik schauen wir in der Statistik auf Daten, die uns schon gegeben sind und versuchen herauszufinden, auf Basis von welchem zufälligen Prozess oder welchen Parametern eines gegebenen zufälligen Prozesses denn die Daten am wahrscheinlichsten entstanden sind. Die Schnittmenge oder ein Schnittbereich zwischen der Statistik und der Stochastik sind einerseits die mathematische Statistik und die Inferenzstatistik. Und hier siedelt sich auch der Naive Bayes Classifier an, den wir dazu heranziehen, die Parameter für die wahrscheinlichste Hypothese, für die wahrscheinlichste Ursache für eine gegebene Datenmenge festzustellen. In der Statistik schauen wir natürlich auch noch ein bisschen weiter. Die deskriptive Statistik versucht, die Daten zu charakterisieren, ohne Annahmen darüber zu machen, welcher zufällige Prozess denn gegebenenfalls die Daten erzeugt hat. Und in der explorativen Datenanalyse in Anlehnung an das Machine Learning schauen wir uns an, einerseits visuell durch Visualisierung oder andererseits auch durch automatische Verfahren wie die Clusteranalyse oder Anomalieerkennungsverfahren, ob es denn irgendwelche Strukturen in den Daten zu erkennen gibt, wenn wir sie genauer betrachten, die wir vorher noch nicht kannten. All das oder der ganze rechte Bereich hier könnte man als Data Science auch bezeichnen. Oder zumindest einen großen Teil davon ist die Data Science. Natürlich reicht es noch weiter in das maschinelle Lernen hinein. Wir fangen an ganz am Anfang der Wahrscheinlichkeitsrechnung und hier ganz links im Bild mit der Wahrscheinlichkeitstheorie. Ausgangspunkt für die Wahrscheinlichkeitstheorie ist ein Zufallsexperiment. Und ein Zufallsexperiment ist definiert durch eine Konfiguration, eine präzise Spezifikation, wie das System aufgebaut ist, sodass man es rekonstruieren kann. Und eine Prozedur, wie mit dem System zu verfahren ist, um ein Experiment durchzuführen. Und es ist charakterisiert dadurch, das Zufallsexperiment, dass wir das Ergebnis des Experiments nicht vorhersagen konnten. Eins der plakativsten, häufigst verwendeten Einführungsbeispiele ist der Münzwurf, hier angedeutet. Das System selbst ist die Münze, die Hand, die sie wirft, und die Physik der Erde,
die sie auffängt. Die Prozedur ist, ich nehme die Münze in die Hand, ich werfe sie und stelle fest, auf welcher Seite die Münze auf der Erde landet. Und in einer Münze ist häufig ein Kopf oder eine Zahl zu sehen und ich stelle fest, welches von beiden liegt oben. Das ist das Ergebnis, das sind die beiden möglichen Ergebnisse. Wir klammern an dieser Stelle komische Ereignisse, wie die Münze fällt in ein Loch oder so aus. Wenn ich kein Experiment selber konstruiere und durchführe, dann könnte ich auch über Beobachtungen in der Natur eine Art Zufallsexperiment erzeugen. Ich könnte morgens aufstehen und jeden Tag feststellen, ob die Sonne scheint oder nicht. Und abhängig davon, was ich darüber weiß, wann die Sonne scheint und wann nicht, werde ich zufällig überrascht sein. Das heißt, über das Jahr hinweg könnte ich diese Beobachtungen aufzeichnen und diese Daten heranziehen, um darüber Schlussfolgerungen zu ziehen, über die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es denn zu jedem gegebenen Morgen die Sonne scheint oder nicht. Wir sprechen in dem Fall, wenn ich die Natur beobachte oder irgendein quasi natürliches Verfahren, das ich so nicht unter Kontrolle habe, dessen Systemkonfiguration ich nur möglicherweise gar nicht richtig verstehe, von einem natürlichen Zufallsexperiment oder Zufallsbeobachtung. Ein ganz wichtiger Punkt bei den Experimenten ist, dass diese Experimente, dass egal ob natürlich oder Zufallsexperimenten, die ich selber konstruiert habe, ein klares Ursache-Wirkungsprinzip zugrunde liegt. Das bedeutet, es gibt eine Kausalkette zwischen Ursache und Wirkung. Es gibt eine Kausalkette zwischen mir, der ich die Münze werfe, und der Wirkung, dass irgendetwas eine Seite der Münze auf der Erde zu oberst liegt. Ich kenne die Kausalkette nur nicht und ich kann sie auch nicht nachvollziehen. In dem Fall des Münzwurfs könnte ich sogar versuchen, mit Messinstrumenten näher an die Kausalkette heranzukommen, wie die Physik der Erde den Münzwurf beeinflusst und jedes Mal variiert. Aber die Natur setzt Grenzen in der Messbarkeit und demzufolge kann ich nicht notwendigerweise die Kausalkette in seiner Gänze erschließen. Selbst wenn ich es könnte, oft lohnt es sich nicht. Und im Allgemeinen muss man sagen, dass unser Unwissen im Prinzip die Tatsache, die Charakteristik der Unvorhersagbarkeit des Ergebnisses des Zufallsexperiments ausmacht. Je mehr man weiß, umso weniger zufällig wird das Ergebnis. Wir werden auf diesen Fakt auch spätestens bei Bayes nochmal zurückkommen. Vielleicht hier noch Kleinigkeiten, natürlich soll rekonstruierbar, soll auch reproduzierbar meinen. Ich kann das Experiment mehrfach parallel durchführen. Ich kann das Experiment gleichzeitig mit verschiedenen Systemen durchführen. Also da wird dann ein bisschen abstrahiert. Die Ergebnisse des Zufallsexperiments fasse ich zusammen und liste sie auf in der Menge Omega, die wir Ergebnismenge nennen, Ergebnisraum. In dem Fall. Und die kleinen Omega hier in der Menge sind die möglichen Ergebnisse, die möglich sind beim Münzwurf halt, Kopf oder Zahl. Über der Ergebnismenge definiere ich eine sogenannte Ereignismenge, einen Ereignisraum. Und es handelt sich dabei um die Potenzmenge des Ergebnisraums Omega. Und ich sage, zu jeder Teilmenge, die Teil der Potenzmenge beziehungsweise ich sage zu jeder Teilmenge von Omega, zu jeder möglichen Teilmenge von Omega, es handelt sich dabei um ein Ereignis. Ich kann auf diese Weise komplexere Ereignisse definieren, die aus mehreren Ergebnissen eines Experiments bestehen. Beispiele. Hier ein anderes geläufiges Zufallsexperiment, ein Würfelwurf. Wir nehmen einen sechsseitigen Würfel und wir modellieren dieses Zufallsexperiment im Sinne der möglichen Ergebnisse
beim sechsseitigen Würfel bezüglich der Augenzahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und wir erhalten den Ergebnisraum Omega entsprechend. Wir können jetzt irgendein Ereignis definieren, hier zum Beispiel A gleich 2, 4, 6. Das ist offensichtlich eine Teilmenge von Omega und wie man vielleicht im Nachgang noch sagen könnte, diese Teilmenge ist nicht zufällig gewählt, sondern wir haben uns die geraden Augenzahlen herausgesucht, 2, 4 und 6. Die anderen sind alle ungerade. Also das Ereignis hier hat eine Semantik, muss aber nicht, kann jede beliebige Teilmenge von Omega wählen und sie Ereignis nennen. Ich kann das Experiment variieren und sagen, ich nehme zwei Sechsseite-Würfel und werfe sie gleichzeitig und erhalte daraufhin einen etwas komplizierteren Ergebnisraum. Es handelt sich um eine Menge von zwei Mengen und jede zwei Menge enthält genau zwei Elemente, genau zwei Ergebnisse des analogen einzelnen Würfelwurfs, hier halt mit zwei Würfeln gleichzeitig. Das heißt, die Ergebnisse dieser zwei Mengen kommen entsprechend auch aus dieser Menge Omega hier. Und dadurch, dass ich nicht sagen kann, die Würfel sollen ununterscheidbar sein, welcher Würfel denn nun welche Augenzahl zeigt, das heißt, ich habe keine Ordnung unter den Würfeln, handelt sich hier bei jedem Ergebnis des Experiments um eine Menge. Das heißt, sie sind die Ergebnisse, ich weiß nicht, ob das der erste Würfel war oder der zweite, es gibt diese Logik da nicht. Ich habe einfach zwei Würfel geworfen. Die Zahl oder die Mächtigkeit von Omega, die Zahl der möglichen Ergebnisse lautet 21, 6 Möglichkeiten, eine 1 mit einem anderen Ergebnis zu kombinieren. Auch mit dem gleichen Ergebnis. 5 Möglichkeiten, eine 2 mit einem anderen Ergebnis zu kombinieren. 4 Möglichkeiten, eine 3 und so weiter und so fort. Das Ganze summiert, gibt 21. Hier habe ich jetzt nochmal ein Ereignis B definiert. Das ist ein Ereignis, das nur aus einem Ergebnis besteht in diesem Fall. Und ich wollte semantisch darstellen, die Ergebnisse, in denen die Augenzahl 1 und 2 vorhanden ist. Hierbei handelt es sich um ein ungeordnetes Zufallsexperiment, ein Kompositum aus diesem Zufallsexperiment hier, mit dem ich ein neues erzeugt habe. Und man kann auch ein geordnetes Zufallsexperiment aus dem ersten konstruieren, indem man einfach die beiden Würfel nacheinander wirft. Dadurch entsteht eine Ordnung, der erste Wurf und der zweite Wurf. Und ich muss dieses Zufallsexperiment etwas anders modellieren. Der Ergebnisraum sieht anders aus. Es handelt sich jetzt um eine Menge von zwei Tupeln. In jedem Tupel gibt es zwei Einträge, einen für den ersten Wurf, einen für den zweiten Wurf. Die Mächtigkeit von Omega ist größer als im analogen Experiment, bei dem ich gleichzeitig die Würfel werfe. Hier haben wir 36 mögliche Ergebnisse. Die werden durch die Tatsache, dass ich die Ordnung nachvollziehen kann, erzeugt. Denn jetzt kann ich im Prinzip feststellen, bei welcher Würfel welche Augenzahl zeigt. Die Mächtigkeit ist 6 mal 6 Möglichkeiten von Ergebnissen. Wenn ich semantisch dasselbe äquivalente Ereignis wie beim gleichzeitigen Würfelwurf modellieren möchte, dann erhalte ich ein Ereignis mit zwei Ergebnissen aus Omega, nämlich dem 2-Tupel 1-2, dafür, dass der erste Würfelwurf eine 1 enthält und der zweite eine 2 oder zeigt. Und den umgekehrten Fall, der erste Würfelwurf zeigt eine 2, der zweite eine 1. Das kennen Sie garantiert schon aus der Kombinatorik, hier aber nochmal der Vollständigkeit. Wir unterscheiden eine Reihe von wichtigen Ereignissen im Ereignisraum. Zum Beispiel das unmögliche Ereignis. Es handelt sich dabei um die leere Menge. Wir haben ja definiert den Ereignisraum als Potenzmenge von Omega. Jede mögliche Teilmenge soll möglich sein. Und dazu zählt bei der Potenzmenge auch die leere Menge. Das heißt, es gibt, oder man kann auch sagen, es gibt ein Ereignis, das niemals eintreten kann.
Demgegenüber steht das sichere Ereignis. Teil der Potenzmenge ist auch Omega selbst. Omega enthält alle Ergebnisse, die das Zufallsexperiment enthalten kann. Demzufolge muss dieses Ereignis immer eintreten, wenn ich das Zufallsexperiment ausführe. Ich kann für jedes beliebige Ereignis A ein Gegenereignis definieren, das daraus besteht, dass ich aus der Menge Omega einfach nur die Ergebnisse in A quer hier reinstecke, die nicht schon in A enthalten sind. Und das Ereignis B von der vorigen Folie hier, dieses hier mit nur einem Ergebnis, beziehungsweise wenn die Mächtigkeit eines Ereignisses genau 1 ist, dann handelt es sich dabei um sogenanntes Elementarereignis. Ein Ereignis, das nur aus einem Ergebnis besteht. Ereignisse stehen auch in Beziehung zueinander oder können in Beziehung gesetzt werden. Hier schauen wir uns zum Beispiel, da es sich um Mengen handelt, Mengen von Ergebnissen, können wir eine Teilmengenbeziehung beobachten. Es mag zwei Ereignisse geben, bei denen ein Ereignis A Teilmenge oder gleich dem Ereignis B ist. Und wir sagen, A ist ein Teilereignis von B. Oder wir sagen, A zieht B nach sich. Oder man kann auch sagen, aus A folgt B. Zwei Ereignisse A und B sind gleich, wenn sie in gegenseitiger Teilmengenbeziehung stehen. Und wenn, das ist das letzte wichtige Ereignis, das wir heute brauchen, wenn zwei Ereignisse keine Schnittmenge aufweisen, das heißt, die Schnittmenge leer ist, das ist ein unmögliches Ereignis, dann nennen wir diese beiden Ereignisse inkompatibel. Und wenn sie eine Schnittmenge aufweisen, das heißt, wenn es Ergebnisse gibt, die sowohl im Ereignis A als auch im Ereignis B auftreten, dann nennen wir sie halt kompatibel. Der fünfte Fall hier, der verdient vielleicht noch ein bisschen genauere Betrachtung und man kann ihn unterschiedlich interpretieren. Der Mengenlehre nach hier sagen wir zum Beispiel hier von der vorigen Folie das Beispiel, das Ereignis, das Elementarereignis, dass der Würfelwurf eine 2 zeigt, ist eine Teilmenge des Ereignisses 2, 4 oder 6. Semantisch, beziehungsweise die Semantik, die wir definiert haben, die wir den Ereignissen zugrunde legen können, hier für das Elementarereignis, eine 2 wird geworfen und darauf folgt, wir haben quasi eine Ordnung, eine gerade Zahl wird geworfen. Logisch können wir zwei verschiedene Begrifflichkeiten, nämlich den des Entailments und den der Folgerung, zeigen hier. Aus dem Ereignis Augenzahl 2, beziehungsweise das Ereignis Augenzahl 2 zieht eine gerade Augenzahl nach sich, entails. Beziehungsweise die Aussage, die Aussagenlogik, 2 ist gefallen. Aus dieser Aussage folgt, es ist entweder 2 oder 4 oder 6 gefallen. Insbesondere der letzte Fall ist interessant, denn hier sehen wir dann nochmal als Rekapitulation, als kleinen Ausflug nochmal die Beziehung von notwendig und hinreichend. Dieses Ereignis hier, 2 oder 4 oder 6, gerade Zahl, ist notwendig für das Eintreten von Ereignis 2. Während Ereignis 2 hinreichend für das Eintreten von Ereignis 2, 4 oder 6 ist. Es hätte ja auch eine 4 fallen können, das hätte auch das Ereignis auslösen können, aber dann wäre das Ereignis 2 nicht eingetreten. Der Unterschied ist wichtig. Wir kommen später nochmal auf andere Unterschiede, insbesondere im Vergleich zur Implikation. Rein nomenklaturmäßig, wenn wir zwei Ereignisse betrachten und die Wahrscheinlichkeit ausrechnen möchten, dass sie gemeinsam auftreten, dann können wir auch hier verschiedene Sichtweisen anwenden. Einerseits eine abkürzende Schreibweise A, B, die wir am häufigsten benutzen, oder die
logische Schreibweise hier A und den logischen Konjunktionsoperator A und B, um anzudeuten, dass hier zwei Aussagen sozusagen gleichzeitig wahr werden. Oder den Mengenoperator der Schnittmenge A und B, um anzudeuten, dass es sich ja bei den beiden Buchstaben hier, bei den beiden Symbolen um Mengen handelt, Mengen von Ergebnissen. Mit diesen Grundlagen können wir versuchen zu erfassen, was erscheinen, was mit diesen Grundlagen können wir anfangen zu versuchen zu erfassen, was Wahrscheinlichkeiten sind. Über die Jahrhunderte mittlerweile wurden vier Wahrscheinlichkeitsbegriffe definiert oder haben sich größtenteils weit verbreitet durchgesetzt. Die stehen nicht im Gegensatz, die haben nur eine verschiedene Mächtigkeit, was sie zu leisten in der Lage sind. Sie alle, mit all diesen Wahrscheinlichkeitsbegriffen, hat man versucht, das Phänomen des Zufalls irgendwie erfassbar zu machen. Angefangen hat alles mit den Glücksspielen und der Analyse von Glücksspielen in Frankreich. Laplace hat einen Wahrscheinlichkeitsbegriff definiert, die sogenannte Laplace-Wahrscheinlichkeit, den wir heute den klassischen Wahrscheinlichkeitsbegriff nennen. Und die Definition davon ist, dass für jedes Ergebnis aus Omega bzw. jedem Elementarereignis die gleiche Wahrscheinlichkeit zugewiesen sei, die gleiche Auftretenswahrscheinlichkeit, und wir daraufhin für jedes Ereignis, für jedes beliebige Ereignis A ausrechnen können, die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von A als die Division aus der Mächtigkeit von A geteilt durch die Mächtigkeit von Omega. Also die Zahl der Ergebnisse des Zufallsexperiments, die A nach sich ziehen, und geteilt durch die Zahl der Ergebnisse, die insgesamt auftreten können. Jetzt gibt es hier ein kleines Problem. Können Sie das erkennen bei dieser Definition? Ja. Ja, Sie schränken uns dahingehend ein, dass eben jedes Ereignis gleich häufig sein muss, was ja oft bestimmt nicht der Fall ist. Ja, häufig, gleich wahrscheinlich, genau. Ja, richtig. Das ist der Hinweis auf diese Symmetriegeschichte. Angefangen hat die Wahrscheinlichkeitstheorie mit der Analyse von Glücksspielen, und Glücksspielen sollen per Definition fair sein, und demzufolge wünscht man sich, dass die Ergebnisse des Glücksspiels möglichst gleich wahrscheinlich sind oder dass man sie sehr leicht aus der Konfiguration vorhersagen kann. Ja, aber das ist nicht das Problem, auf das ich hinaus wollte. Das ist nur eine Einschränkung, eine Limitierung dieses Wahrscheinlichkeitsbegriffs. Nein, so einfach ist es nicht. Sie müssen immer noch sagen, was Wahrscheinlichkeit ist. Und das bringt mich genau nochmal zu der Frage und dem Tipp, den ich Ihnen geben wollte. Wir wollten erfassen, was Zufall ist. Was ist Wahrscheinlichkeit? Hier steht, Laplace hat gesagt, das ist Wahrscheinlichkeit. Warum ist die Definition, die hier gewählt wurde, er hat es natürlich anders formuliert, aber letztendlich läuft es darauf hinaus, warum ist die Definition an sich, die Art der Definition nicht gut genug? Ja. Nee. Okay. Ich sag's Ihnen jetzt, ich will Sie nicht weiter auf die Folter spannen. Die Definition ist zirkulär. Ich wollte definieren, was Wahrscheinlichkeit ist, oder Laplace wollte definieren, was Wahrscheinlichkeit ist, und greift dabei zurück auf den Begriff der Gleichwahrscheinlichkeit. Was ist das denn? Unklar. Wir sagen einfach, etwas trete gleich häufig auf. Sie haben den Begriff der Häufigkeit benutzt. Dazu kommen wir jetzt nämlich gleich beim frequentistischen Ansatz. Es ist nicht klar, was Wahrscheinlichkeit ist. Man kann es so nicht erfassen. Man kann nur versuchen, und das funktioniert dann trotzdem, insofern war es doch erfolgreich, was hier passiert ist, man kann nur versuchen, auf diese Weise mit
dem Zufall umzugehen. Und für Glücksspiele funktioniert das ganz ausgezeichnet, auch wenn die Definition hier leider zirkulär ist. Wir haben nicht ganz definiert, was Wahrscheinlichkeit ist an der Stelle. Nur eine ungefähre Vorstellung davon, was das Verhalten des Zufallsexperiments ist. Eine relativ intuitive Vorstellung. Kommen wir zum frequentistischen Wahrscheinlichkeitsbegriff. Insbesondere weist dieser Wahrscheinlichkeitsbegriff auch nicht die Limitierung auf, die gerade schon genannt wurde, dass wir nur mit symmetrischen Zufallsexperimenten arbeiten können, das heißt mit solchen, bei denen die Ergebnisse, die Wahrscheinlichkeiten der Ergebnisse gleich verteilt sind, sondern hier betrachten wir die Ergebnisse oder das Auftreten eines Ergebnisses als die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Ergebnisses als Folge von einer Art Grenzwertbildung über sehr viele Versuche, die mit dem Zufallsexperiment angestellt wurden. Je mehr Versuche man anstellt, ist die Aussage des empirischen Gesetzes der großen Zahlen, umso eher wird die relative Häufigkeit des Auftretens eines Ergebnisses seinem Erwartungswert zulaufen, beziehungsweise generell der Erwartungswert aller Ergebnisse, wenn man sie zum Beispiel als Zahlen kodiert und mittelt, wie beim Würfelwurf, ist der Erwartungswert 3,5, wenn er würfelfair ist. Je mehr Experimente ich mache, umso eher wird diese Erwartung auch die häufigste gesehene sein. Und ich habe gerade schon gesagt, man hat hier versucht, eine Art Grenzwertbegriff anzuwenden. Das hat nicht wirklich funktioniert, denn wir haben hier keine Situation aus der Analysis. Wir können, es gibt keine Idee davon, wie man ein Zufallsexperiment unendlich oft anwenden könnte oder keine Theorie dafür. Man hat versucht, auf diese Weise den Begriff der Wahrscheinlichkeit zu erfassen, aber auch das ist letztendlich gescheitert. Nichtsdestotrotz ist dieser frequentistische Wahrscheinlichkeitsbegriff nützlich und hat auch weiterhin dazu geführt, mit komplexeren Situationen des Zufalls besser umgehen zu können. In der Reihenfolge hier ist es vielleicht noch das Logischste, wir kommen auch gleich nochmal darauf zurück, der axiomatische Wahrscheinlichkeitsbegriff. Wenn wir etwas axiomatisch definieren wollen in der Mathematik, dann hier am Beispiel der Wahrscheinlichkeit postulieren wir hier die Existenz einer Funktion p und wir beschreiben ihre Eigenschaften. Welche Eigenschaften soll die Funktion aufweisen? Wie soll sie sich verhalten? Und im Falle der Wahrscheinlichkeitsrechnung sagen wir, die Funktion p weist einem Ereignis aus der Potenzmenge des Ergebnisraums Omega eine Wahrscheinlichkeit zu. Einen Wert, den wir Wahrscheinlichkeit nennen, deswegen hier Anführungszeichen. Und wir spezifizieren die Eigenschaften der Funktion p als sogenannte Axiome, als Forderungen an die Funktion, die sie bedingungslos erfüllen muss, um in diesem Fall als Wahrscheinlichkeitsmaß bezeichnet zu werden. Wir kommen gleich dazu. Die Axiome werden gleich nochmal genannt. Das sind drei Stück, sehr einfach. Bevor wir dazu kommen, aber nochmal die Idee dieses Wahrscheinlichkeitsbegriffs. Die Idee ist gar nicht zu sagen, was Wahrscheinlichkeit überhaupt ist, sondern einfach nur die Eigenschaften, wie Wahrscheinlichkeit sich in der Natur oder in meinen Zufallsexperimenten verhält, darzulegen. Die wurden letztendlich in unzähligen Versuchen und mit vielen Beobachtungen unter Verwendung dieser Wahrscheinlichkeitsbegriffe über die Jahrhunderte herausgefunden und wurden schlussendlich von Kolmogorov in diesem Fall in Form von sehr einfachen und möglichst wenigen Axiomen aufgenommen und zusammengefasst, sodass ein
ein mathematisches Modell entsteht, über das man Schlussfolgerungen ziehen kann. Das heißt, auf Basis dieser grundlegenden Eigenschaften, auf Basis dieser grundlegenden Eigenschaften kann man sich die gesamte bekannte Wahrscheinlichkeitstheorie, die schon vorher bekannt war, herleiten und beweisen. Und solange das funktioniert, müssen wir gar nicht wissen, was Wahrscheinlichkeiten sind, solange wir wissen, wie sie sich verhalten. Das ist also rein beobachtungsbasiert auf Basis der Welt. Das hat die Mathematik dann endgültig befreit von der langen philosophischen Debatte, was Wahrscheinlichkeiten eigentlich sind und wo sie herkommen und ob es jetzt eine physische Eigenschaft ist oder sonst irgendwas. Man akzeptiert einfach das Phänomen, wie es ist, und beschreibt sein Verhalten. Es gibt noch einen vierten Wahrscheinlichkeitsbegriff, der auch die Grundlage für den Bayesian Classifier ist, den wir heute kennenlernen, der subjektivistische Wahrscheinlichkeitsbegriff. Ich habe am Anfang gesagt, dass Zufallsexperimente eine Kausalkette haben, die man, wenn man sie nur kennte, letztendlich den Zufall entfernen würden von dem Zufallsexperiment. Denn man kann ja dann anhand des Verfolgens der Kausalkette das Ergebnis vorhersagen. Und je mehr man weiß, umso weniger zufällig wird das System. Oder umso vorhersagbarer das Ergebnis. Oder umso besser kann ich die Wahrscheinlichkeit einschätzen, mit der ein bestimmtes Ergebnis eintritt, aber ein anderes nicht. Kann ich natürlich auch durch viele Versuche machen, aber manchmal steht mir diese Möglichkeit nicht zur Verfügung, viele Versuche zu machen. Ich kann die Ausführung des Zufallsexperiments kann sehr teuer sein. Im allgemeinen Fall haben wir einige, aber vielleicht wenige Daten, D, und wir haben eine Hypothese, H, also eine Vermutung, wie diese Daten entstanden sind. Und wir wollen ausrechnen die Wahrscheinlichkeit dafür oder schätzen die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Hypothese gegeben, die Daten, wir wollen die Wahrscheinlichkeit für die Hypothese gegeben, die Daten schätzen. Und mit dem subjektivistischen Ansatz können wir zeigen, mit dem Satz von Bayes, der dann nachher kommt, dass wir Ursache und Wirkung vertauschen können. Ursache ist der vermutete Zufallsprozess, die vermutete Ursache hier, die Daten erzeugt, und Wirkung sind die Daten selbst, die wir aufgezeichnet haben. Und um herauszufinden, was die Wahrscheinlichkeit davon ist, brauchen wir nur diese Formel hier ausrechnen, das heißt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Daten auftreten, gegeben, dass die Vermutung aufgetreten ist, also dass wir ein Zufallsexperiment gemäß der Hypothese konstruiert haben, um es Daten erzeugen zu lassen, multipliziert mit einem sogenannten Prior, der Wahrscheinlichkeit, mit der die Hypothese überhaupt zutreffen kann in der Realität, und das Ganze dann normalisiert mit der Wahrscheinlichkeit, mit der die Daten auftreten können in der realen Welt. Dies hier ist eine Wahrscheinlichkeit, dies hier eine Likelihood. Der Unterschied zwischen Wahrscheinlichkeit und Likelihood ist, dass wir Wahrscheinlichkeiten, den Begriff der Wahrscheinlichkeit verwenden, um Vorhersagen zu machen über zukünftiges Verhalten. Und den Begriff der Likelihood verwenden wir, um in die Vergangenheit zu schauen. Wir haben die Daten gegeben und wollen feststellen, wie gut unsere Hypothese die Daten erklärt. Der Prior hier ist unser a priori Wissen, unser Vorwissen, das wir einbringen können, das gegebenenfalls auch aus den Daten herausgefunden wurde oder bei dem wir auch ExpertInnen fragen können. Das heißt, hier können Sie Ihr persönliches Vorwissen einbringen und gegebenenfalls ein besseres Ergebnis erzielen, als es nur durch Datenanalyse allein möglich wäre. Beim subjektivistischen Ansatz, und das, genau das macht ihn zum subjektivistischen Ansatz, ist es also möglich, dass ich meine persönliche Meinung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung einbringe. Wenn ich nur daran interessiert bin, welche Hypothese unter vielleicht verschiedenen Hypothesen denn die wahrscheinlichste ist, muss ich
kann ich mir den Nenner hier sparen. Das heißt, irgendwie festzustellen, in die Welt zu gehen und mir alle Daten aus der Population anzuschauen und festzustellen, wie häufig denn diese Art von Daten auftreten, sondern ich kann mir einfach nur den Zähler anschauen und die Wahrscheinlichkeit für die Hypothese, gegeben die Daten, ist proportional zu, das ist dieses Zeichen hier, dem Zähler der Formulierung. Also der Wahrscheinlichkeit, der Likelihood für das Auftreten der Daten gegeben die Hypothese multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit für die Hypothese selbst. Ich möchte das Ganze an einem Beispiel vielleicht mal illustrieren. Stellen Sie sich vor, Sie gehen die Straße entlang und Sie beobachten ein Auto und dieses Auto hat eine Beule. Und Sie wollen wissen, wie diese Beule entstanden ist. Irgendwie auf der Motorhaube, so eine kleine Eindelle. Sie könnten Hypothesen aufstellen dafür, was passiert sei. Eine Hypothese könnte sein, es ist ein Meteorit eingeschlagen. Eine andere Hypothese könnte sein, es ist ein Hagelsturm. Einen bestimmten Hagelkorn hat die Beule erzeugt. Wenn Sie nun dieses Datum, das Sie haben, gemäß der Hypothese, also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Beule entsteht, bestimmen wollen, das können wir auch erstmal einfach so ins Blaue hineinschätzen, wir haben ja nur ein Datum, wir haben ja nur die eine Beobachtung. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Beule, mindestens eine Beule entsteht, wenn ein, ein Meteorit, wie klein er auch immer sei, in das Auto einschlägt, ist relativ hoch, würde ich sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Beule entsteht, wenn ein Hagelkorn auf das Auto trifft, ist relativ niedrig. Wir sehen nicht ständig verbeulte Autos, obwohl es ständig Hagelstürme gibt. Allerdings ist aufgrund unseres Vorwissens, unseres allgemeinen Wissens über die Welt, wie häufig wir denn Meteoriteneinschläge beobachten versus Hagelstürme, der Prior für die Hypothese Meteoriteneinschlag sehr klein, die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten dieser Hypothese. Während der Prior, die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Hagelsturms, bedeutend höher ist. Und jetzt sehen Sie auch den Zusammenhang. Wir haben eine Wahrscheinlichkeit dafür geschätzt, wie wahrscheinlich denn eine Beule eintrete, wenn die Hypothese zutrifft. Und wir ziehen das dann noch in Betracht, wie wahrscheinlich die Hypothese selbst ist. Und das genügt, um herauszufinden, welche dieser beiden möglichen Hypothesen oder jede andere, für die Sie die Sie heranziehen wollen, zutrifft oder nicht. Könnte auch jemand aufs Auto draufgestiegen sein, irgendwie sowas. Sie sehen an diesem Beispiel mitunter auch, dass wir mit dem subjektivistischen Wahrscheinlichkeitsbegriff auch Situationen erfassen können, sei es auch nur durch schlaues Nachdenken und viel Weltwissen, für die wir kaum Daten haben. Bis jetzt haben wir immer viele Daten gehabt, N-Beispiele. Jetzt haben wir aber nur bei einem Beispiel eine Schlussfolgerung gezogen. Der Meteorit ist sehr unwahrscheinlich. Wenn es passiert ist, ja mein Gott, dann habe ich halt die falsche Hypothese gehabt. Ist jetzt in dem Fall nicht so wichtig, aber es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass tatsächlich ein Meteorit eine kleine Beule erzeugt. Sie könnten sich auch realistischere Probleme da in diesem Zusammenhang ausdenken. Zum Beispiel, wie wahrscheinlich ist es denn, dass der erste Flug zum Mars erfolgreich sein wird, in dem Menschen sitzen? Mit der Rad wieder eine Rakete gestartet worden, die ist explodiert, war ein Testlauf für eine Rakete, die es machen soll. Die NASA baut auch solche Raketen, die es schaffen sollen, zurück zum Mond, wie auch immer. Ja. Anhand der wenigen Beispiele, die wir haben können für solche Raketenstarts, wollen wir nun feststellen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass der erste Flug erfolgreich sein wird. Umgekehrt haben die Konstrukteure von solchen Raketen die Aufgabe, nun in irgendeiner Weise festzustellen, woran es lag und eine Diagnose durchzuführen, was die Ursachen jetzt waren, anhand der wenigen Daten, die sie von der Telemetrie des einen Fluges haben, um herauszufinden, wo denn jetzt das Problem wohl war, das die Rakete zum Absturz oder zur Explosion gebracht hat, und das Problem zu lösen, um die Wahrscheinlichkeit, dass der erste Flug, in dem Menschen sitzen, erfolgreich ist und auch bedeutend höher werde.
Wir müssen uns also manchmal mit Situationen auseinandersetzen, wo wir nicht den Luxus haben, unzählige Versuche durchzuführen oder wo die Versuche unendlich teuer sind im Verhältnis zu der einfachen Frage, die wir beantworten wollen. Und ich meine, wenn Sie Oppenheimer gesehen haben, dort, ich weiß nicht, ob das in dem Film tatsächlich stattgefunden hat, aber ich habe mal die Anekdote gehört, dass irgendwann mal jemand zu einem Analysten gekommen ist und die Frage gestellt hat, wie wahrscheinlich wird denn die erste Atombombenzündung die Atmosphäre in Brand stecken? Wäre ein Problem gewesen. Nun ja. Kommen wir zurück zum axiomatischen Wahrscheinlichkeitsbegriff. Ich sage nochmal, wir postulieren die Existenz einer Funktion p, das ist die hier, gegeben ein Ergebnisraum und einen darauf definierten Ereignisraum. Und die Funktion p bildet ab die Potenzmenge von Omega auf r, die reellen Zahlen. Und wir nennen dann diese Abbildung bzw. das Ergebnis der Zuweisung Wahrscheinlichkeit. Die Funktion soll drei Eigenschaften aufweisen, nämlich dass für irgendein Ereignis a die Wahrscheinlichkeit für a größer oder gleich 0 ist. Das heißt, wir schränken hier schon r ein. Das ist das erste Axiom. Das zweite ist, dass die Wahrscheinlichkeit für das sichere Ereignis Omega 1 ist. Und das dritte Axiom ist, dass die Wahrscheinlichkeit für das gemeinsame, dass die Wahrscheinlichkeit für das, dass der Zusammenhang, dass A und B inkompatibel sind, impliziert, dass die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A oder B gleich der Summe aus den Einzelwahrscheinlichkeiten für A und B ist. So, Entschuldigung. Wir sprechen hier von einer Implikation. Und generell bei all diesen drei Axiomen von Forderungen an die Funktion. Sie gelten voraussetzungslos. Jede Funktion, die diese drei Forderungen erfüllt, ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß gemäß dieser Definition von Kolmogorov. Und jede Funktion, die das nicht tut, ist keins. Das heißt, wir können dies hier nicht beweisen. Das ist eine Forderung. Deswegen hier die Implikation. Also es gibt keine Folgerung, die uns das sagt. Die Beobachtungen von Zufallsexperimenten haben uns gelehrt, dass dies eine Eigenschaft von einer Wahrscheinlichkeitsfunktion sein muss. Auf Basis dieser drei Axiome können Sie im Prinzip die gesamte bekannte Wahrscheinlichkeitstheorie, alle theoretischen Erkenntnisse herleiten. Und sollten Sie irgendwann mal auf eine Deduktion stoßen, die Sie so nicht in der realen Welt nachvollziehen können, dann hätten Sie gezeigt, dass dieses Axiomensystem falsch ist. Dass es mit der Realität nicht viel zu tun hat, mit dem realen Phänomen des Zufalls. Bis jetzt ist das nicht passiert und es hat sich immer und immer wieder bestätigt, dass man auf Basis von Deduktionen aus diesen drei Axiomen jedes noch so komplexe Gesetz der Wahrscheinlichkeitsrechnung herleiten konnte und jede noch so komplexe Beobachtung erklären konnte, umso robuster und verlässlicher ist dieses Axiomensystem. Ja. Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum das dritte keine Äquivalenz ist, sondern nur eine Implikation. Ja, das ist eine Wenn-Dann-Regel. Wenn das der Fall ist, dann gilt die rechte Seite. Umgekehrt sagen wir nichts. Das kann offen sein. Wenn das nicht der Fall ist, kann trotzdem die rechte Seite gelten. Nein. Sind da vielleicht ein Gegenbeispiel parat? Nicht aus dem Kopf. Tut mir leid. Aber es genügt die Implikation, sagen wir es mal so, um den Beweise zu führen. Darauf aufbauend wird der Wahrscheinlichkeitsraum definiert. Das ist jetzt einfach ein Dreituppel, bestehend aus Ergebnismenge, Ereignismenge, dieser Potenzmenge hier, und dem Wahrscheinlichkeitsmaß p, das wir hier definiert haben. Okay.
Und nochmal, um es nochmal zu unterstreichen, wir können also mit dem Begriff der Wahrscheinlichkeit oder mit Wahrscheinlichkeiten, wie wir sie in der realen Welt beobachten, also mit Zufällen arbeiten, ohne zu definieren, was sie sind, ohne sie zu interpretieren. Und das ist letztendlich die großartige Erkenntnis von Kolmogorow gewesen, dass man einfach sagen kann, was immer ihr rumphilosophiert, was Wahrscheinlichkeiten sind oder auch nicht sind, ob sie da sind oder ob sie nicht da sind, ob sie göttlich sind oder ob sie in der physischen Welt verankert sind oder wie auch immer. Die Phänomene, die sich daraus ergeben, kann ich mit diesen drei, und die Gesetzmäßigkeiten, die sich auf Basis dieser Phänomene ableiten lassen, kann ich mit diesen drei Axiomen vollständig erfassen und herleiten. Können wir einen Haken dran machen aus mathematischer Sicht. Die Philosophen können natürlich weiter streiten, was nun Wahrscheinlichkeit ist und was nicht. Auf Basis der Kolmogorow-Axiome kann man nun Herleitungen machen. Die sind jetzt nicht gezeigt, aber angedeutet, wie sie herzuleiten sind, auf Basis welcher Axiome. Zum Beispiel, dass die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A summiert mit der Wahrscheinlichkeit für sein Gegenereignis A quer 1 ist. Das schließt sich ganz einfach. Wir haben aus dem Axiom hier, Axiom 2, gesehen, dass P von Omega gleich 1 ist und A mit A quer, wenn Sie die Definition von vorher noch im Kopf haben, zusammengenommen, ergibt sozusagen Omega als Menge. Und das gilt natürlich dann auch für die beiden Wahrscheinlichkeiten von diesen beiden Ereignissen. Die Wahrscheinlichkeit für das unmögliche Ereignis sei 0, oder ist, es folgt, dass die Wahrscheinlichkeit für das unmögliche Ereignis 0 ist, im Prinzip aus 1 und der Anwendung dieser Regel hier durch Umstellen. Es gibt ein Monotoniegesetz für Wahrscheinlichkeiten, die sich auf die Teilmengenbeziehung, die wir eben diskutiert haben, bezieht. Wenn A Teilmenge oder gleich B ist, dann folgt daraus, das ist keine Implikation mehr, es ist eine Folgerung, dass die Wahrscheinlichkeit von A kleiner oder gleich B sein muss. Die Summenregel, die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A oder B ist im Allgemeinen die Summe aus der Wahrscheinlichkeit für A und der Wahrscheinlichkeit für B und davon abgezogen die Wahrscheinlichkeit für A und B, für das gemeinsame Ereignis A und B. Sie sehen hier eine Verallgemeinerung dieses Falls. Hier ist die Forderung, dass die Ereignisse inkompatibel sind, damit das gilt. Wenn die Ereignisse kompatibel sind oder vielleicht kompatibel sind, dann kann es ja sein, dass es Ergebnisse gibt, die in beiden Teilmengen drin sind. Also in beiden, sowohl in A als auch in B. Und damit ich die Wahrscheinlichkeit für diese Ergebnisse nicht doppelt zähle, muss ich sie hier wieder abziehen. Das ist letztendlich einfache Mengenlehre. Und eine weitere Folgerung ist, wenn die Ereignisse A1 bis AK paarweise inkompatibel sind, dann gilt, dass die Wahrscheinlichkeit für das gemeinsame, für das vereinigte Ereignis A1 bis AK gleich der Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten A1 bis AK ist. Kommen wir zum nächsten Teil der Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, den abhängigen Wahrscheinlichkeiten. Die abhängige Wahrscheinlichkeit ist definiert auf Basis eines Wahrscheinlichkeitsraums, Omega, also Ergebnisraum, Ereignisraum und Wahrscheinlichkeitsmaß P. Und für zwei Ereignisse A oder B, zwei beliebige Ereignisse aus der Potenzmenge, also aus dem Ereignisraum, wie folgt. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass A eintritt, gegeben, dass Ereignis B zuvor eingetreten ist, ist definiert als oder ist gleich der Wahrscheinlichkeit für das gemeinsame Ereignis des Eintretens von A und B, geteilt durch der Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von B, solange die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von B größer als 0 ist. Diese Wahrscheinlichkeit hier wird Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B genannt. Oder A gegeben B.
Es handelt sich bei dieser Syntax hier nicht um irgendeinen Mengenoperator, sondern Sie müssen das einfach als feststehende syntaktische Einheit sehen. Das ist ein Ereignis, aber man kann jetzt nicht Mengenoperationen mit diesem Ereignis und diesen Ereignissen hier durchführen, so wie es hier in bezüglich der Mengenlehre und der Mengenlehreoperatoren der Schnittmenge gemacht wurde. Wir definieren quasi diese Art von Ereignis an dieser Stelle. Schauen wir uns an, wie man sich das vergegenwärtigen kann, den Begriff der abhängigen Wahrscheinlichkeit. Nehmen wir einen Ergebnisraum hier, dargestellt als Fläche, und darin haben wir ein Ereignis A definiert, das alle Ergebnisse zusammenfasst, die aussagen, die Straße ist nass. Wie jetzt genau, was die Ergebnisse des Ergebnisraums sind und das Ereignis spielt an dieser Stelle keine Rolle. Wir tun mal so, als wären hier haufenweise Ergebnisse drin, von denen hier die Aussage ist, die Straße ist nicht nass und hier die Straße ist nass. Wir können jetzt schon anhand der Formel hier auch sehen, aber das sehen wir gleich nochmal, dass das Ereignis A gleichbedeutend ist mit A gegeben, dass Omega eingetreten ist, das sichere Event. Zweites Ereignis, es regnet. Hier das Ereignis B und es gilt dieselbe es ist ebenfalls gleichbedeutend mit der Tatsache, dass B eintritt, gegeben, dass Omega eingetreten ist. Irgendein Ergebnis wird das Zufallsexperiment immer aufweisen, wenn ich es durchführe. Das gemeinsame Ereignis A und B, die Straße ist nass und es regnet, analog dazu A und B gegeben, dass Omega eingetreten ist. Der Anteil der jeweiligen drei Flächen hier an der Fläche Omega sagt mir, was ist die Wahrscheinlichkeit dieser drei Ereignisse. Also zum Beispiel hier 20%, hier vielleicht auch 20%. Und ja, sagen wir mal hier mal 15 oder so. Die abhängige Wahrscheinlichkeit nimmt eine Normalisierung vor. Dadurch, dass ich durch die Wahrscheinlichkeit von B teile. Ich ersetze Omega durch B. Dadurch. Und kann nun eine Wahrscheinlichkeit dafür ausrechnen, dass die Straße nass ist, wenn ich schon weiß, dass es angefangen hat zu regnen. Und hier passiert etwas Interessantes, nämlich dass ich Wissen eingebracht habe, meine Kenntnis darüber, dass es gerade regnet, dass ich weiß, das Ereignis ist eingetreten, und es ändert sich die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von A auf dieser Basis. Sie ist größer als zuvor. Wenn ich nicht weiß, dass es regnet, dann kann ich im Endeffekt nicht viel über A sagen, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit für A ist eine andere. Denn die Straße kann ja auch aus anderen Gründen nass geworden sein. Ein Hydrant ist kaputt gegangen, jemand hat die Feuerwehr hat ein Haus gelöscht oder was auch immer. Aber wenn ich weiß, dass es regnet, dann ändert sich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Straße nass ist. Muss nicht immer die Straße nass sein, wenn es regnet, aber es passiert bedeutend häufiger. Hier lassen Sie die Wahrscheinlichkeit 90% sein. Aus dem Begriff der abhängigen Wahrscheinlichkeit kann man eine Reihe von Schlussfolgerungen ziehen und eine Reihe von Beobachtungen machen. Die erste Beobachtung ist, dass es sich dabei um ein gültiges Wahrscheinlichkeitsmaß an sich handelt. Das heißt, dieses Konstrukt hier ist ein eigenes Wahrscheinlichkeitsmaß, das die Kolmogorov-Axiome, die drei, die wir eben gesehen haben, erfüllt. Deswegen sieht man manchmal eine Syntax wie diese hier.
die Wahrscheinlichkeit, eine Wahrscheinlichkeitsfunktion P mit Subskript eines Ereignisses B. Und das soll dann schon andeuten, dass hier eine Abhängigkeit, eine abhängige Wahrscheinlichkeit gemeint ist. Durch Umstellen der Formel erhalte ich diese Gleichheit hier. Die Wahrscheinlichkeit für das gemeinsame Eintreten von A und B ist gleich der Wahrscheinlichkeit für B multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit der abhängigen Wahrscheinlichkeit A gegeben B. Und das Ganze, da der Mengenoperator hier kommutativ ist, gilt auch umgekehrt. P von A und B ist gleich P von B und A. Und demzufolge kann ich die Formel auch anders umstellen, indem ich einfach letztendlich die Buchstaben vertausche in der Formel und sehe hier, dass es ebenso gleich der Wahrscheinlichkeit für A multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit für B gegeben A ist. Wir sehen jetzt hier im Prinzip eine Gleichheit zwischen diesen beiden Formeln und können damit schon durch Umstellen hier für die Wahrscheinlichkeit, für diese abhängige Wahrscheinlichkeit den einfachen Satz von Bayes sehen. Lassen Sie A die Hypothese sein, wie vorhin, ein paar Folien zurück, und B die Daten. Dann können wir die Wahrscheinlichkeit für die Hypothese, gegeben die Daten, ausrechnen durch die Wahrscheinlichkeit für A multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit für die Hypothese gegeben, für die Daten gegeben, die Hypothese und das Ganze normalisiert mit der Wahrscheinlichkeit für B, was wir im Prinzip auch weglassen können, wie wir gesehen haben. Zumindest nur, wenn wir feststellen wollen, welches die beste Hypothese ist. Man kann bei den abhängigen Wahrscheinlichkeiten auch mit Gegenereignissen arbeiten, allerdings nur in der Ursache, nicht in der Wirkung. Das bedeutet hier, die Wahrscheinlichkeit für das Gegenereignis von A gegeben B ist gleich die Wahrscheinlichkeit 1 minus die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis von A gegeben B. Der umgekehrte Fall oder der analoge Fall für die Wirkung und das Gegenereignis gilt so nicht ohne Einschränkung, wie hier nochmal geklärt ist. Genau. Das andere steht, das habe ich gesagt. Gut, kommen wir weitergehen. Als nächstes den Begriff der totalen Wahrscheinlichkeit. Wir haben wieder einen Wahrscheinlichkeitsraum gegeben hier. Und wir haben eine Menge von Ereignissen A1 bis AK gegeben, die paarweise inkompatibel sind. Und die zusätzlich die Bedingung erfüllen, dass wenn man sie vereinigt, sie Omega ergeben. Das heißt, wir haben eine Zerlegung von Omega in A1 bis AK. Die Wahrscheinlichkeiten für jedes AI sollen größer als 0 sein. Und dann gilt für jedes beliebige Ereignis B, dass ich die Wahrscheinlichkeit für B berechnen kann anhand der Zerlegung A1 bis AK, indem ich einfach die Summe bilde aus den Wahrscheinlichkeiten für AI multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit für B gegeben AI. Das Ganze können Sie hier auch nochmal am Beispiel sehen. Hier haben wir Omega und wir zerlegen jetzt Omega in viele kleine AI. Das können ganz beliebige Zerlegungen sein. Hier ist es sehr gleichmäßig, es muss nicht gleichmäßig sein. Es können viele sein, es können wenige sein. Irgendeine Zerlegung. Ich habe mal ein paar mehr, das sind jetzt 200 Stück, 10 mal 20. Und wenn ich jetzt ein Ereignis B definiere, irgendeins, dann sehe ich, es gibt Ereignisse unter den AI, die von B eingeschlossen werden, die Teilmenge von B sind. Es gibt hier, also diese hier. Es gibt Ereignisse, für die das nicht der Fall ist, und es gibt Ereignisse, die von B geschnitten werden, also die teilweise Teil von B sind. Und wenn ich jetzt die Ereignisse definiere, die hier herangezogen werden in der Formel, um die Wahrscheinlichkeit für B zu berechnen, dann sind das diese hier. Alle, die im Prinzip innerhalb von B liegen, sowie die, die von B geschnitten werden. Alle, die außerhalb von B liegen, da wird dann jeweils dieser Faktor hier 0. Denn die Wahrscheinlichkeit, denn B tritt nicht ein, wenn AI eingetreten ist.
B tritt teilweise ein, wenn AI eingetreten ist, oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wenn wir hier eine Schnittmenge haben, oder B tritt immer ein, wenn AI eingetreten ist, das heißt B zieht AI zieht B nach sich, wenn hier eine Teilmengenbeziehung eine vorliegt. Das Ganze lässt sich sehr leicht beweisen. Hier mal der Beweis. Wir gehen aus von der Wahrscheinlichkeit für B, machen einen kleinen mathematischen Kunstgriff, indem wir einfach sagen, wir können ja auch B definieren als die Schnittmenge von B und Omega. Kommt halt wieder B raus. Omega, gemäß der Forderung, können wir zerlegen in A1 bis AK. Und aufgrund der Tatsache, dass es sich hier um eine vollständige Zerlegung handelt, das heißt, es gibt kein Ergebnis in Omega, das nicht Teil von irgendeinem AI bis AK ist, können wir diese Zerlegung machen. Dann können wir die Klammer auflösen, und das können wir deshalb machen, weil die Zerlegung exklusiv ist, das heißt, es gibt kein Ergebnis, das in zwei verschiedenen AI gleichzeitig vorkommt. Das Ganze fassen wir dann zusammen, stellen es um und erhalten die Formel von oben. Zusätzlich noch der Begriff der statistischen Unabhängigkeit zweier Ereignisse. Hier handelt es sich um eine Forderung. Wir haben einen Wahrscheinlichkeitsraum gegeben und zwei Ereignisse aus dem Ereignisraum, A und B. Und wir nennen A und B statistisch unabhängig, wenn diese Gleichung erfüllt ist. Die Wahrscheinlichkeit für das gemeinsame Auftreten von A und B ist gleich der Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von A, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit für B. Das ist eine Forderung, die gelten muss, damit wir die beiden Ereignisse statistisch unabhängig nennen. Wenn diese Forderung nicht erfüllt ist, dann sind sie auch nicht statistisch unabhängig. Es gibt da zwei Dinge, die wir auseinanderhalten müssen. Was heißt unabhängig und was heißt statistisch unabhängig? Unabhängig soll bedeuten, dass die beiden Ereignisse in der Realität einfach unabhängig voneinander auftreten. Das heißt, jetzt habe ich den Begriff wiederverwendet, selbe zirkuläre Schluss, nur weil ich etwas über das Auftreten von A weiß, weiß ich noch lange nichts über das Auftreten von B und umgekehrt. Das heißt, wenn ich mir dies hier anschaue, dann erhalte ich keine Informationen aus der abhängigen Wahrscheinlichkeit hier. Das Wissen über das Auftreten von B gibt mir kein weiteres Wissen über das Auftreten von A und umgekehrt. Und statistisch unabhängig meint, dass diese Regel auf Basis der statistischen Modells, in dem ich mich bewege, gilt. Das heißt nicht, dass die Ereignisse auch tatsächlich in der Realität unabhängig sein müssen. Kann sein, dass sie trotzdem eine Abhängigkeit aufweisen, aber dass zufällig auf Basis der Daten zum Beispiel, die ich habe, oder auf Basis der Konstruktion des Zufallsexperiments, dennoch diese Regel gilt. Deswegen sagen wir statistisch unabhängig anstatt unabhängig. Das heißt, wenn Sie unabhängig hören im Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit, ohne statistischem Zusammenhang, können Sie entweder die Frage aufwerfen, ob hier Wissen eingebracht wird, das schon bekannter ist, also dass das über diese Regel hinausgeht, oder ob hier eine Verkürzung stattgefunden hat, was der wahrscheinlichere Fall ist. Wenn das zutrifft, dass zwei Ereignisse diese Regel erfüllen, die statistische Unabhängigkeit, also die Multiplikationsregel, um festzustellen, dass sie statistisch unabhängig sind, dann gelten diese Gleichheiten hier. Das gemeinsame Ereignis und die Gleichheit, die wir oben schon sehen, und bezüglich der abhängigen Wahrscheinlichkeiten A gegeben B ist plötzlich A gegeben nicht, ist gleich der Wahrscheinlichkeit A gegeben nicht B. Und die Wahrscheinlichkeit für A gegeben B ist letztendlich gleich der Wahrscheinlichkeit für A, weil das Wissen über B mir nichts über A aussagt. Wir können das auch nochmal grafisch versuchen, ein bisschen näher zu bringen, den Unabhängigkeitsbegriff. Hier schauen wir uns ein Ereignis A an in einem Ergebnisraum Omega.
A und sein Gegenereignis. Die Wahrscheinlichkeit für A ist der Anteil dieser Fläche an der Gesamtfläche. Hier ein Ereignis B zusätzlich. Und das Ereignis B, die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis B, hier diese schattierte Fläche, ist der Anteil dieser Fläche an der Gesamtfläche. Und hier die Wahrscheinlichkeit für A und B ist entsprechend das Verhältnis dieser Fläche zur Gesamtfläche. Das sieht man jetzt nicht, dass hier, das sieht man vielleicht intuitiv, dass die Konstruktion dieser beiden Ereignisse durch die Parallelität dieser Linien zu den Kanten dieses Rechtecks hier, also dieser Linie hier und dieser Linie hier, die die Ereignisse beschränken, dafür sorgt, dass die Ereignisse statistisch unabhängig sein müssen. Aber als visuelle Intuition taugt das hingegen schon. Was man aber gut visuell erkennen kann, sind diese Wahrscheinlichkeiten hier. A, die Wahrscheinlichkeit für A gegeben B. B ist eingetreten, deswegen ist dieser Teil hier ausgegraut. Und jetzt schauen wir uns das Teilereignis A und B an im Verhältnis zur Gesamtfläche und sehen, dass die Gleichheit gilt. Es ist dasselbe Verhältnis. Natürlich ist hier etwas weniger Fläche in der Breite. Aber das Verhältnis ist dasselbe, ungefähr 80% oder so. Dasselbe hier, wenn wir uns anschauen, die Wahrscheinlichkeit für A gegeben B, nochmal wie vorher, im Vergleich zur Wahrscheinlichkeit für A. Das ist einfach nur eine größere Menge, die A einnimmt, eine größere Fläche, die A einnimmt, aber das Verhältnis bleibt gleich. Das ist einfach so konstruiert, wenn sich dem Vergleich dazu zum Beispiel abhängige Ereignisse angucken, die sehen eventuell so aus. Das muss nicht bedeuten, dass diese beiden Ereignisse nicht auch die Regel erfüllen. Aber es sieht hier jetzt erstmal nicht so danach aus. Beziehungsweise, um festzustellen, ob zwei Ereignisse statistisch abhängig und unabhängig sind, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als es zu prüfen anhand ihrer Daten, indem sie feststellen, ob die Multiplikationsregel gilt. Es gibt keine Beweistechnik, die das zeigt, außer vielleicht eine solche pathologische Konstruktion, wie wir sie hier gesehen haben. Da war gerade noch eine Meldung. Ja, in den Beispielen sieht es ja jetzt so aus, als sei A gegeben B das gleiche wie A geschnitten B. Im Endeffekt ist das auch so. Augenblick. Moment. A gegeben B geschnitten B. Naja, in diesem Fall... Es ist wir berechnen ja Wahrscheinlichkeiten. Erinnern sich an die Definition für die Wahrscheinlichkeit für A gegeben B. Das ist ja A und B geteilt durch B. Mhm. Ja. Aber wenn wir jetzt zu dem Beispiel mit dem Regen kommen, die Straße ist nass, Gesetz des Falls, dass es regnet, dann kann ja trotzdem noch die Wahrscheinlichkeit, die Straße ist nass, sein, weil zusätzlich der Hydrant kaputt gegangen ist oder die Feuerwehr ein Haus löscht. Aber das bedeutet ja, dass sich die Wahrscheinlichkeit für die nasse Straße aufgrund des Regens schon mal erhöht, aber trotzdem noch die gesamte Wahrscheinlichkeit für die nasse Straße vorhanden ist, weil ja zusätzlich der Hydrant kaputt gehen kann oder die Feuerwehr ein Haus löscht. Sie haben einen semantischen Fehler gemacht. Sie haben die Semantik übertragen. Und wenn Sie das Beispiel so konstruieren, wie Sie gesagt haben, dann gilt aber die statistische Unabhängigkeit nicht. Das heißt, das kann nicht so aussehen hier, so schön parallel. Okay, also es ist auf jeden Fall die Frage von statistischer Unabhängigkeit oder nicht in den jeweiligen Beispielen. Es ist, statistische Unabhängigkeit liegt vor, wenn diese Regel gilt, sonst nicht. Und das bedeutet, da man sie nicht herleiten kann, müssen Sie einfach prüfen, ob sie gilt. Und wenn sie gilt, dann sind Ihre Ereignisse statistisch unabhängig, egal was die Semantik der Ereignisse ist. Okay. Haben es alle anderen auch verstanden? Wenn nicht, einfach nochmal dazwischen schreien, kein Problem. Gut, und dann kommen wir noch zum letzten und dann sind wir mit den Grundlagen durch und kommen zum Bayes-Klassifizierer oder erstmal der Formel von Bayes. Und hier sehen wir dann die statistische Unabhängigkeit verallgemeinert auf K-Ereignisse. Wir haben denselben Ausgangspunkt, einen Wahrscheinlichkeitsraum, eine Zerlegung des Ereignisraums in K-Ereignisse und diese Ereignisse nennen wir gemeinsam statistisch unabhängig
unter dem Wahrscheinlichkeitsmaß P genau dann, wenn für jedes Subset dieser Zerlegung gilt, das heißt für jedes beliebige Subset, die Potenzmenge dieser Zerlegung hier sozusagen, dass die Multiplikationsregel gilt. Damit, wie gesagt, sind wir am Ende der Grundlagen.